Ein Güterzug der Rätischen Bahn durchquert eine idyllische Berglandschaft. Eine Berglandschaft, die es so in Realität gar nicht gibt. Dafür aber auf der Modelleisenbahnanlage des Fricktaler Eisenbahnclubs. Das Herzstück der Anlage ist der Bahnhof Fricktal. Hier treffen die normalspurigen Züge der SBB auf die schmalspurige Nebenbahn nach Neuffen. Die Fahrt mit der Bahn in Spurweite H0E führt auf den ersten Metern durch das Industriegebiet des Städtchens Fricktal. Bereits wenig später wandelt sich aber das Landschaftsbild. Die Modellzüge, welche der Mariazellerbahn in Österreich nachempfunden sind, fahren nun durch eine herrliche Juralandschaft. Eine Landschaft, welche in jahrzehntelanger Vereinsarbeit entstanden ist. Der Verein gibt es seit 1980. Mit der Planung dieser Anlage ist Grössenordnung 1982 angefangen worden. Und es ist jetzt immer daran gearbeitet worden. Das ist das Resultat, das man hier sieht. Und der Verein selber hat jetzt zurzeit 37 Mitglieder. Die rund 50 Meter große Bahnanlage befindet sich im Luftschutzkeller des Dorfschulhauses. Als vor mehr als 30 Jahren mit dem Bau begonnen wurde, herrschte noch der Kalte Krieg. Dadurch gab es für die Modellbahner eine ganz besondere Auflage. Früher hat man den Luftschutzkeller innerhalb von 24 Stunden räumen. Das hat für uns geheissen, die Anlage hat man in Segmente aufbauen. Und wir haben das zum Glück nie müssen probieren, ob man das in 24 Stunden rausbringt. Wenn man etwas genauer hinschaut, kann man die einzelnen Segmente der Anlage deutlich erkennen. Zurück nach Fricktal, dem größten Ort auf der Modellbahnanlage. Neben der Eisenbahn gibt es hier auch viel Industrie und Gewerbe. Das Bahnhofsgebäude von Fricktal ist ein Nachbau des SBB-Bahnhofs von Bruck im Kanton Aargau. Der fünfgleisige Bahnhof und auch der Rest der Anlage wird wie beim Vorbild mit einem Gleisstellpult gesteuert. Während bei den SBB mittlerweile der Computer Einzug hielt, schwören die Modellbahner auf die bewährte analoge Technik. Digitales Steuern mit dem Mobiltelefon oder dem Tablet kommt für sie nicht in Frage. Moderner geben sich die Fricktaler beim Rollmaterial. Neben dem modernen S-Bahn-Zug Flirt, der auch im Original in Fricktal verkehrt, dreht auch einer der neuesten Züge der SBB seine Runden en Miniature. Der Doppelstockzug KISS von Stadler Rail. Besonderes Augenmerk legen die Mitglieder des Fricktaler Eisenbahnclubs nicht nur auf die Züge, sondern auch auf die Details der gesamten Anlage. Wir möchten gerne die ganze Anlage mit Oberleitung bestücken, weil das bei der Schweiz eigentlich so üblich ist, dass man mit Strom fährt. Und es gibt doch noch gewisse Teile, die wir noch mitmachen in Zukunft. Fertig gebaut ist der schmalspurige Teil der Anlage. Hier verkehren die Züge durch eine Berglandschaft, wie man sie ganz im Südosten der Schweiz, im Kanton Graubünden, findet. Die Bahnfahrt führt unter anderem an einem idyllischen Bergsee vorbei. Überhaupt scheint die Gegend hier besonders zum Verweilen einzuladen. Mit viel Liebe zum Detail gestalteten die Mitglieder des Fricktaler Eisenbahnclubs eine Landschaft, wie man sie aus dem Bilderbuch oder von Postkarten her kennt. Mittendrin immer die Eisenbahn. Bei Preda treffen wir auf den Berliner Express der Rätischen Bahn. Im Original verkehrt der Panoramazug zwischen Chur und Tirano. Im Maßstab 1:87 aber auch im Luftschutzkeller des Schulhauses von Frick. Volldampf ist Ihnen präsentiert worden von Trachtner, einem Möbelladen von Basel.